Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 19. Mai, 8.29 Uhr und wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Wir liegen aktuell bei 15.257, haben uns von den Highs entfernt. Wir platzieren jetzt erstmal bei 15.307. Die erste Falle, die Big Number, ja, könnten wir auch unterhalb nehmen, aber wir haben ein Gap, eine Kurslücke von gestern Abend zu heute. Ja, durchaus denkbar, dass wir da erstmal vielleicht hochlaufen, ansonsten wäre die nächste 15.2. Wir machen das Bild ein bisschen größer, schauen uns hier in diesem Chart, da muss ich einmal wechseln, weil das stimmt hier nicht. So, das ist der richtige Chart, mit dem wir arbeiten. So, das ist nämlich der mit den Vola-Boxen. Und dann blicken wir einmal auf die Blue Boxen von gestern. Die blauen 53er, eine 19er, die ist in den Gewinn gelaufen. 14er, 12er, 24er, die hat hier 1, 2, ah, die hat sich, dann ist die hier unten rausgegangen. So. Und wir haben eine 12er gehabt hier, also kleine Boxen gestern, spricht für dann 26er, 19er. Also gab es gestern, wer die Blue Boxen getradet hat, einiges zu traden. Macht das Bild mal kleiner, hier sehen wir das insgesamt gestern. Ich gehe mal auf 5 Minuten. Insgesamt hatten wir gestern eine Trading Range von 228 Punkte, also eigentlich ganz gut. Oder es ist gut. Heute Morgen sind wir bei knapp 21 Punkten. Blicken wir auf die Vola-Boxen hier. Da gab es gestern hier so ein bisschen Gedöns. Hier haben wir gehedged dort oben. Der Trade ist etwas später in den Gewinn gelaufen. Und wir müssen heute also hier bei 0,06, 0,02 ist draufgegangen an Zinsen. Wir müssen heute einen Hedge auflösen und dann schauen wir uns direkt mal an. Wo kommt denn der DAX rein? Bei 15.271. 15.271 wäre dann unser Geschehen. Das heißt, wir sind direkt dann hier bei 72 würden wir reinkommen. So. Wir sind im ersten Trade short in the DAX, 15.292, die Falle hat zugeschnappt an der Big Number und die nächste Order liegt dann bei 15.307, 15.307, dort wird die Long Order platziert. Zweiten Trade in unseren Big Number Trade, wir ziehen das ein bisschen nach oben und gehen auf die 50er. So, 50, so, zweiter Trade, aktiv, dritter wartet bei 15,292, Big Number und gehen dann auch hier in Richtung der Unterstützung, die ist heute hier bei 53, gehen wir hin und gleich natürlich den Augenmerk auf unsere Hedge-Auflösung. Straight auch auf dem linken Bildrand mit der Vola-Box. Also, guten Morgen, Werner. In 4 Minuten geht's los. So, das heißt, ich verabschiede mich jetzt bei den YouTubern. Ja, also das war der Eröffnungstrade und wünsche euch allen noch gute Trades und wir sehen uns morgen wieder und wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter.